Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS17 Mining and Construction Projekt zusammen mit dem LionGamer 1. Hi Leute. Wir sind immer noch mit der Tout-Venant-Produktion beschäftigt und werden uns jetzt, ich werde jetzt hier mal schnell noch aufladen und ich weiß nicht, wenn wir denn hier den ersten Kipper auch voll bekommen haben, dann reicht das eigentlich schon, dann können wir mal wieder verkaufen fahren. Ja. Ich krieg nur wieder gerade hier beim Auskippen. Manchmal klappt es voll komisch. Da drücke ich I und es passiert einfach nicht. Ich kann nicht auskippen, obwohl das Auskippen-Symbol da ist. Okay, dann haben wir jetzt. Ja, ich denke mal so 50.000 Liter werden wir dann am Ende haben. Ja, knapp da drunter. Ja, ist jetzt voll, dann bringe ich das mal weg wieder. Ja, da willst du gerade noch gucken, ob du den hier noch ausleihen kannst. Dann kannst du den auch noch auffüllen, mitnehmen. Der muss halt nur. Ich glaube, mit mehr als einem Anhänger wird es ein bisschen nervig. Fahre ich lieber ein bisschen öfter. Ich kann ja mal einen Kurs einrichten. Für jede Strecke gibt es einen Kurs. Und wenn du so eine ewig lange Liste, aber ich habe, boah, wo ist denn jetzt der Kurs, den ich suche? Ah, noch hätte ich das ja im Rahmen. Ja. Ich starte mal. Ja. Ah, nee, aber vorher, bevor ich das mache, werde ich mal schnell noch den einen da verkaufen, diesen blöden Kipper. Also, was heißt blöd? Der ist eigentlich grafisch ja ganz gut, aber. Den MAN noch, ja. Hm. Ich glaube, das war der hier. Ja, wenn das denn mal gehen würde, ich weiß nicht. Ob das auch irgendein Bug ist oder? Ah, tatsächlich. Jetzt habe ich auch wieder meine Maus komplett. Lag tatsächlich an diesem MAN. Aber auskippen kann ich immer noch nicht. Das kann ja nicht sein. Nicht sein. Ja, so, jetzt wollte ich aber noch einen Kurs einrichten. Achso, vielleicht probiere ich einfach mal das. Oh! Ach, du liebst. Ah, je. Oh. Ich dachte, die KI hat Vorrang. Ich habe ihn noch kommen sehen, aber ich dachte, er zieht an mir vorbei. Oh la la. Scheiße. Große Scheiße ist passiert. Durchdrehende Reifen. Soll ich eben, warte, ich geh mal in den anderen. Der Mitarbeiter. Mann. Er hat doch extra die Rundumleuchte an. Hatte ich auch? Nee, ich hatte nicht. Jetzt wissen wir auch, wer schuld ist. So, damit ist die Schuld ja schon entschieden. Problem ist nur, dass du Chef bist und der nur Angestellter ist. Das stimmt. Hat einen Nachteil. So. So, jetzt aber mal nur einen Kurs hier machen. Sub. Überführung. Das alles nur um 190 Steine herzubringen. Was? Der hat nur 190 Steine hergebracht und dann noch so ein großer Unfall. Und dann noch ein Unfall. Mann, dort. Da wirst du bekloppt. Ach, ich habe keine Hupe hier drin. Muss direkt mal nachgerüstet werden. Ja, auf jeden Fall. Gefahr. Ich werde dir sonst fast hinten drauf gefahren. Das heißt, ich hätte hupen müssen, damit du weiterfährst, dann wäre nämlich kein nichts passiert. So. Gucken, ob ich jetzt abladen kann. Okay, das, was ich hier gerade mache, ist großer Blödsinn. Seitlich kann ich abkippen. Lustig ist einfach, dass dieser blaue Anhänger so viel Fassungsvolumen hat wie diese Schaufel von dem Roboter. Ja. Und ich glaube, der Kipper vorne ja noch weniger, ne? Der gelbe? Ja. Ja, da passt nicht mal eine ganze Schaufel rein. Was noch so viel tut für ihn, oder? So, irgendwas hat er abgeladen, aber ich weiß nicht, wo unser. Der Scania ist mal wieder am Start. Hast du so eine Strecke? Bist du gerade noch am Einrichten, ne? Ja, ich habe Blödsinn gemacht. Ich muss gleich nochmal neu machen, aber ich kümmere mich gerade schnell um den Scania, der wieder Geld reinbringt. Ich meine, die Zeit doch mal ein bisschen schneller, dass es nicht allzu lange so dunkel ist. Na.
Aber lass uns doch mal zumindest die Folge so ein bisschen. Oh, jetzt hab ich auch. Oh, gemacht. Oh, 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 oh. Du bist da drin. Ach, du liebe Zeit. Wir haben beide hier rum. Ich hab nichts von der Stelle. Ich bin leider gerade reingeswitcht. Ich hab damit überhaupt nichts zu tun. Also dieses Mal bin ich wirklich unschuldig. Achso, ich dachte, du wärst gerade gefahren. Aber lass uns mal die Nacht hier dieses Mal ein bisschen genießen, genau. Also ja. Nicht 120 oder sowas. All das ist eigentlich ganz cool. Aber jetzt sind gerade die Flutlichter auch angegangen, ja, okay. Ja. Hey, wo fährt er jetzt hin, der Kollege? Kollege, was machst du? Oh, er sucht aber wieder den Weg nach draußen, oder? Ah, du hast nochmal gewaschen, um wieder zurückkommen. Okay. Ja, ich bin in die falsche Richtung eben gefahren, deswegen. Sag doch mal Bescheid, wenn du den Kurs eingerichtet hast, dann schicke ich den Unimog hinterher auf dem Kurs. Mhm, okay. Der hat auch einen Anhänger mit Tutvino. Ach shit, hier liegt ja voll viel Gravel. Was? Was? Hier liegt so Gravel vor dem Abladebereich, ist ja nicht aufgenommen worden, oder was? Waren die Kapazitäten schon erschöpft aufgrund dieses genialen Systems? Nee, das noch nicht. Kommt noch. Hat seine Aufgabe erledigt, denkt er, das Feierabend oder was? Offenbar. Haben gute Mitarbeiter hier. Ja, mit diesen Kursen ist schon eigentlich ganz praktisch. Da muss man nicht mehr so viel selbst über die Map fahren auch. Besonders weil wir halt so viel hier fahren müssen auf der Map. Ja. Unsere Hauptaufgabe ist ja eigentlich fahren. Ja. Laden und fahren, laden und fahren. Gut, die wollen jetzt nicht alles von so Dings übernehmen lassen, aber halt so Strecken fahren ist halt schon nützlich dafür. Dann, ne? So, dass wir halt überhaupt die Chance haben, die Produktion hier am Laufen zu halten. Ja. Ihr seht, das muss ständig irgendwo was gemacht werden. Was? Wir sind jetzt schon immer am Struggeln und am Hustlen hier. Mhm. Kommen gar nicht hinterher, alles wieder aufzufüllen, bevor schon wieder leer ist. Gut, dass wir wenigstens die ganze Zeit immer Steine hergebracht bekommen von dem einen. Das ist der zuverlässigste Mitarbeiter. Der macht hin und wieder mal Pause. Ja, Unfälle, aber. Das auch, ja. Aber er arbeitet. Immer morgens pünktlich bei der Arbeit. Liegt also aber ein paar extra Stunden ein jetzt in der Nacht. Ja. Wenn man Not am Mann ist. Vor dem Chef im Geschäft. Oh, den habe ich nicht so ordentlich eingefahren, den Kurs. Naja, wenn es mal einen Unfall gibt, dann müssen wir vielleicht nochmal bearbeiten. Aber hast du eingefahren? Ja, Moment. Okay. So. Das ist Überführungskurs, ne? Ja, was soll ich sagen? Tut mir nur verkaufen. Ja, oder Verkauf, ne? Ah, ne. Hof. Bindestrich. Okay, ist gespeichert. Wo ist der? Hm? Steckt im Verkehr, was? Der Scania ist hinter mir vorgekommen. Steckt. Hey, ich finde es gar nicht. Das ist cool. Und jetzt fährt er einfach weiter. Ich bin ein bisschen vorgezogen, jetzt fährt er einfach weiter. Kursum, wie heißt der? Hof tut wir noch Verkauf. Ne, Goof. Tut mir noch. Ich hab mich verschrieben. Entschuldigung. Der findet den nicht bei mir. Das ist komisch. Der ist eigentlich gespeichert. Guck mal. Ich kann doch, bei mir direkt an Stelle 3. Bei mir fängt es an mit 1, dann 2 Gummi aufladen, dann Gravel zu Tut, Händlerhof, Sand. Okay, zu vielleicht. Tut. Warte, ich mach den mal weg. Ist er jetzt da?
Ich habe immer noch die 1 und so, da keine Ahnung, wie muss ich das irgendwie aktualisieren? Abladen. Aha. Ist doch in dem Kurse verwalten Menü, ne? Ja. Komisch. Jetzt hätte ich dir jetzt den Unimog hinterhergeschickt schon mal runter, aber. Ja, vielleicht müssen wir ein paar Minuten warten. Ja. Ich habe mir jedenfalls eingespeichert und. Kannst du scrollen irgendwie bei dir oder ist ja. Okay. Glaube ich schon. Warte. Gib mal erstmal aus. Machen wir hier mal ein bisschen Cash. Und dann fahre ich gleich nochmal einen Kurs zurück ein und dann. Okay, du hast aber gespeichert, ja. Gut. Das Scania wartet vor der Anlage, vor der Abladestelle. Ah. Ich weiß nicht, wie du das da immer gemacht hast, deswegen mach du das lieber mal. Ja. Wir nehmen gleich mal. Der voll? Nee, nur 4000. Der ist schneller als die Produktion jetzt halt irgendwie, ne? Hm. Hast du jetzt schon den Kurs für die Erde eingerichtet? Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Okay. So, 100. Ich hatte gerade noch hin und her gefahren auf dem Hof. 60, 100. Boah, Tudvinor ist aber richtig, richtig lukrativ. 170.000 haben wir jetzt. Echt? Also auf dem Konto wieder. Doppel. Also es hat nicht 170.000 eingebracht, ich dachte, aber... 170.000 bekommen. Okay. Nee. So. Machen wir mal eine neue Kursaufzeichnung. Und dann weiter. Was heißt eigentlich temporärer Kurs? Ist das irgendwie... Wo ist das? Steht unten links bei der Kursaufzeichnung. Ist das irgendwas, worauf man Acht geben sollte? Oder ist das eigentlich... Da kommt der Kollege wieder hier reingefahren. Ich war fast mit dem anderen Radlader von gerade noch gebremst. Gottes Willen. Alter, Gott. Ich hab Schreck bekommen. Hier im Dunkeln kam er auf einmal auf mich zu. Ich wollte gerade zur Eisenmine fahren. Also übrigens bei der nächsten Stelle, wo die Fähre gerade davor steht, da glaube ich nicht, dass wir da durch können. Also ich weiß nicht ganz, wie wir die jetzt einsetzen können. Sonst schreibt auch gerne, ihr Zuschauer könnt auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da noch irgendwelche Tipps habt. Bezüglich der Fähre. Also jetzt, für das Einsetzen der Fähre, oder? Ja, genau, weil, keine Ahnung. Ich habe jetzt nichts irgendwie gesehen unterwegs, bis dahin, wo ich gekommen bin, bis vor die Brücke, wo ich die jetzt so schmal ist, dass man da nicht durch die Pfeiler zwischendurch kommt. Die ist zwar hoch, aber nicht breit genug. Hm. Keine Ahnung, vielleicht schaffst du es, aber ich wieder durch. So, jetzt habe ich gleich den Kurs fertig. Hast du immer noch nicht den Kurs angezeigt? Ich guck nochmal. Ich bin gerade im Radlader, da habe ich immer noch dieselben wie eben. Aber dafür habe ich sowas wie Händlerhof und so, das habe ich. Ja aber gut, dann vielleicht braucht das so eine gewisse Zeit. Mir fängt es wieder an. Kannst ja mal gucken, wenn du jetzt den nächsten Abspeicher siehst, wie es mit dem aussieht. Ja. Wenn der natürlich dann drin wäre, das wäre natürlich komisch. Sieht ja so cool aus mit den Lichtern hier bei dem Bagger. So, da sind wir wieder. Einmal im Kreis dann gefahren, ne? Kommt sich im Kreis? Alter, du bist doch in die Richtung da runtergefahren, so tut wir noch Anlage. Ja. Achso, okay. Nee, ich dachte, du wärst rechts rum rausgefahren. Okay. So, jetzt muss ich mir mal irgendeinen vernünftigen Haltepunkt für das hier überlegen, dass der nicht irgendwem im Weg steht. Ich glaube, ich fahre mal ganz hinten durch. Sag mal, der Teerkurs, funktioniert der? Der Teerkurs? Nee, der funktioniert nicht. Okay. Da war ja das Problem, dass der durchrauscht. Ja. Dann muss ich. Also das geht bestimmt irgendwie, aber das müssen wir uns nochmal anschauen. Ich bin jetzt bei der Eisenmine. Was heißt Eisenmine? Bist du da jetzt schon mit dem Radlader hingefahren? Ja, genau. Ich suche nur gerade, wo muss ich denn überhaupt ich.
Okay, so, dann gucken wir jetzt mal, ob wir den Unimog da drauf bekommen. Volvo hat seine Aufgabe erledigt, ja, schon wieder aufgegeben. So. Das sieht gut aus. Das Coole ist, dass wir halt für die Arbeit auch nichts bezahlen müssen. Das Einzige ist halt der, ja. Sprit, der Sprit, der drauf geht, aber das ist ja nur halb so wild. Oje, das wird was hier mit dem Fahren. Oje. Ja, Bagger arbeitet wieder nicht, ne? Ist das korrekt, oder? Das ist nicht korrekt. Der hält sich wieder nicht dran. Das weiß ich auch nicht, wieso der denkt, wieso er seine Aufgabe erledigt hat. Das verstehe ich nicht. Vielleicht hat, ist irgendwie so eine Begrenzung eingestellt von Durchläufen. Kann sein, aber also nicht, dass ich wüsste, dass ich was eingestellt habe, aber das kann sein, ja. Alles andere würde mich erstaunen. Aber es ist ja auch gut, dass man ja immer noch ein Auge drauf haben muss, weil sonst hat man ja gar nichts mehr zu tun. Aber es sieht mega geil aus hier bei der Eisenmine. Ja? Da kannst du mal kurz den Ratter kommen. Keine Ahnung, ich muss dann hier die Erde rein. Keine Ahnung, wo es dann noch hochgeht. Blin. Ah, hier. Ja, sieht ganz nett aus. Musst du mal da. Sieht ganz nett aus, aber was ist das? So soll Eisen aussehen, oder was? Nee, du machst Erde und dann kriegst du da die verschiedenen Sachen raus. Ah, okay. Und musst halt, hier muss man dann aufladen, okay. Und das muss dann weiter woanders hin transportiert werden. Iron. Okay, und das muss dann zum Stahl, oder was? Das kann dann alles zusammen, wird es dann, alles was du hier rauskriegst aus der Erde wird dann zu Stahl, ja. Ja. Hey, gibt's... So voll krass mit den Auffahrten hier in der Mine. Wir sehen, dass so ein Serpentinen hochgeht, ist ja mega nice. Bräuchte man eigentlich so diese Mega Muldenkipper. Wenn ich mich jetzt nicht festgefahren hätte, nein. Ja. Aber dieses amerikanische Zeugs, muss ich sagen, finde ich, naja. Welche also du meinst, das meinst du ja mit diesem riesen Muldenkipper, oder? Aber ist das amerikanisch? Gibt's ja nicht von Liebherr auch und so? Weiß ich gar nicht. Ist der von also Cat ich oder wie? Das nur so als amerikanisches. Okay. Ja, obwohl, stimmt, ich glaube so in Minen weißt, hier in so ganz in großen Steinbrüchen und so. Das auch, ja. Stimmt, hast du recht. Ich dachte, das wäre so, ja. So nur in ja, Amerika. Das stimmt, ja. So überdimensional groß. Da gibt's ja bestimmt auch so riesige Bagger. Was, der Unimog steckt im Verkehr? Achso, du hast den Kurs gespeichert, ne? Mhm. Okay, ich habe immer noch keinen neuen. Alter, das ist hier verwinkelt, wo man überall langfahren kann. Aber der Unimog müsste jetzt angekommen sein. Der ist da bestimmt mit dem Scania zusammengerasselt. Ah ja, ist auch tatsächlich. Guck's dir mal an. Front? Hä? Wie, auf welcher Seite hast du denn die Stimmen? Ich weiß auch... Ah, doch, Moment. Ich weiß, was passiert ist. Ich glaube, ich habe beim Einfahren habe ich da, das meinte ich ja eben, ich habe ein bisschen, naja, schlecht das gemacht. So, fährt jetzt weiter? Ja, tatsächlich. Tipptopp. Ja, es war mir schon klar, dass das passieren kann, was jetzt passiert ist, aber naja. Genau den einen Punkt, wo es passieren könnte, haben sie sich getroffen. Und da fährt er durch die Nacht. Jetzt ein bisschen vernünftiger fahren sollen. Achso, der bringt jetzt gerade das Tourvenor dahin, ne? Mhm. Der, aber der stoppt dann irgendwo. Ich hab den irgendwo auf der Straße stoppen lassen. So, dann stellen wir hier auch einfach mal einen Fahrer ein. Hof tut weh noch. Gut, in der Mine kannst du einfach nur halt mehrere Stockwerke hochfahren und Erde holen. Das ist also okay. Was macht der hier gerade? Wer denn? Der Fahrer. Von? Der fährt gerade durchs Weizenfeld. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nur gesehen, dass er komisch abgebogen ist, bin dann aber weg. Naja. Dachte, der hält einfach an. S-Series hat Wartepunkt erreicht. Hat die Aufgabe erledigt. Nachts okay. In der Eisenmine.
auskippen und damit haben wir wieder Cash. Wenn alles man, klappt, niemand, dann niemand. Kommt gleich. Ja. Es klappt, dann kommt gleich schon der nächste Mullenkipper. Den setzen wir jetzt schnell auf den Kurs. Dann warten wir mal. So der boah, eine das ist so ein gutes System. Das macht so Spaß. Der eine wartet oben an dem, am Steinbruch, am Hof da. Der andere unten bei der Abladestelle. Und es kommt im Minutentakt nacheinander die Fahrzeuge da an zum Abladen. Und wieder schickt wieder die leeren hoch. Der andere schickt die vollen wieder runter. Also, das wäre es natürlich. Uiuiui. Wo hast du jetzt diesen anderen Kurs zum so Anfang und Ende gemacht? Also, beziehungsweise, wo fängt der oben, fangen die und enden die am Hof oben? Die enden, also der eine fängt an der Schranke ungefähr an. Ja. Und fährt dann runter und der andere, der endet relativ weit hinten bei diesem Stein Crusher oder wie das heißt da. Okay. Mhm. Also hinten links in der Ecke, wenn man reinkommt. Ja. So, was ist der Muldenkipper? Ah, okay, ist schon gleich da. Ich weiß nicht, ob es sich jetzt noch lohnt, dass ich jetzt in der Folge noch anfange mit dem Einrichten von dem Kurs. Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt mal ein bisschen Erde schon mal hier verladen. Ich meine, das sind schon 60.000. So. Dann mal schnell noch abladen und dann sind wir gleich auch schon wieder am Ende. Ja, wir sind schon längst am Ende der Folge angekommen. Drüber, ja. Naja. Aber ich wollte schnell noch abladen, dann können wir noch mal schnell sehen, wie viel Geld wir hier am Ende unserer Season hier erwirtschaftet haben. Das ist nämlich gar nicht so wenig. Das ist schon ganz gut, ne? Wir haben auch schon wieder einige neue Fahrzeuge gekauft. Ja, wir haben ordentlich was geschafft, finde ich. Also so produktiv wie jetzt in der Season waren wir. Gut, auch durch Cosplay natürlich und durch diesen Gummiverkauf. Aber so produktiv waren wir selten. Ja, wir haben halt jetzt, dadurch, dass jetzt erst so die richtige die Verkäufe angelaufen sind, ne? Davor haben wir immer nur Rohstoff abgebaut und irgendwas geholt. Und jetzt ging es ja so richtig los. So, und diesen Mega-Radlader hier, so viel transportieren können. Gut, Cosplay hat uns halt erstmal viel Zeit gebraucht, das reinzufinden, aber das hat sich aber auch gelohnt. Ja, finde ich auch. Also, natürlich sind wir, und ich will auch gar nicht, also ich will das gar nicht bestreiten, wir sind natürlich jetzt immer noch unglaubliche Noobs, was das angeht, und müssen uns da sicherlich noch mit beschäftigen. Das möchte ich nicht bestreiten, aber ist es schon mal besser als nichts. Die Basics sind jetzt da, gell, und, darauf nutzen können wir auch schon ganz gut. Die nutzen wir schon gut. Ja. So, mal schnell gucken. Der Gummiverkauf ist auch nochmal, der hat nochmal 100% aufgeladen. Da können wir auch nochmal kurz ein paar Sekunden warten und dann haben wir da nämlich auch nochmal ein bisschen Kohle. Und damit können wir uns dann in der nächsten Season, wenn wir dann wieder aufnehmen, ein paar ganz feine Sachen kaufen. Mhm. Vielleicht haben wir dann auch nochmal ganz interessante neue Mods. Mal gucken. So. Okay. 10, 11, 12, 13. Stabil, Junge, stabil. Immer mehr, mehr. Ja, ich denke, das hat sich gelohnt. Auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, das war's soweit von der Folge. Ich weiß nicht, habe ich überhaupt anmoderiert? Nee, ne? Doch, ich glaube schon, zwei, drei. Doch, ja. Okay. Dann war es das soweit von unserer Folge hier von Mining and Construction. Ich hoffe, euch gefällt das. Wie gesagt, es gibt hier noch viele Probleme und sicherlich ist hier noch nicht alles perfekt, aber der Baubetrieb läuft soweit und wir werden das Ganze sicherlich noch um einige coole Mods ergänzen und werden hier noch mächtig Spaß haben und auch sehr produktiv sein, denke ich. Vielen Dank für eure Mod-Vorschläge, vielen Dank für eure Hilfe in den Kommentaren und vielen Dank für eure Daumen nach oben, die ihr mal da lasst, wenn es euch gefallen hat. Das könnt ihr natürlich auch in dieser Folge wieder machen und es wird uns freuen, wenn ihr dann auch in den nächsten Folgen wieder vorbeischauen würdet. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao, Leute.